Heute geht es mal wieder um das Cowboy-Bike, wobei, naja, nicht nur um das Bike, es geht um eine neue App-Version, die jetzt released worden ist, heute. Ich durfte die Beta-Version davon schon mal testen, deswegen heute liegt für mich jetzt in der Zukunft. Und ich würde das nicht machen, dieses Video dazu, wenn es nicht wirklich ein paar sehr, sehr gute Änderungen geben würde. Unter anderem, die größte Änderung wohl, ist dieser Game-Mode. Wir haben jetzt drei verschiedene Spielchen, die wir zocken können. Und ich hätte anfangs nicht gedacht, dass das dann doch wirklich so viel Spaß macht. Ist eine nette Spielerei, die aber wirklich gut umgesetzt wurde. Es gibt auch so ein leichtes Redesign und es gibt ein Feature, was bisher immer kostenpflichtig war, was es beim Cowboy Connect jetzt aber für alle, die dieses Paket haben, umsonst gibt und es sich wirklich gut eignet für diejenigen, die Angst haben, dass sich jemand an ihrem Bike zu schaffen macht. Also, wir bringen mehr Klarheit da rein, schauen uns die neue App an, schauen uns die Spiele an, die wir spielen können und ich würde sagen, los geht's. So, und das hier ist unser neues Dashboard. Das sieht gar nicht mal so anders aus. Wir können wieder hier so eine Ansicht mit der Geschwindigkeit in den Fokus rücken. Hier unten sehen wir die gefahrene Strecke und hier kommen wir dann auch zu den Fahrdaten wieder zurück, wenn wir das wollen. Und wir können jetzt ziemlich schnell hier in den Kartenmodus wechseln und uns von hier auch navigieren lassen, wenn wir das wollen. Die Lichtsteuerung und so weiter, das finden wir alles noch hier unten. Das ist jetzt keine große Änderung, aber richtig interessant wird es, wenn wir hier mal auf Play drücken, denn dann haben wir hier diese drei verschiedenen Game-Modi drin. Race, Burn und Push. Und die gucken wir uns jetzt der Reihe nach mal an. Wir fangen an mit Race. Da wird dann ein Fahrer mit einem ähnlichen Profil gefunden. Also nicht jemand, der täglich 100 Kilometer absolviert, sondern jemand, der ungefähr so drauf ist wie ihr. So beschreibt Cowboy das. Und dann müsst ihr auf einer Strecke von 500 Metern gegen den racen. Und dann wird halt geschaut, wer ist schneller am Ziel. Genau das machen wir jetzt mal. Du gegen einen anderen Cowboy-Rider, 500 Meter, wer wird gewinnen? Ich bin jetzt auf Level 2, hab's erst einmal gespielt und würde sagen, wir folgen jetzt mal mit Runde 2. Okay. Ab geht's. Boah. Ah, jetzt ist schon eine Kurve. Aber dieser erste Gegner hier, der im System drin ist, der ist noch nicht so der große Gegner, würde ich jetzt mal behaupten. Den stecken wir locker in die Tasche. Hier oben sehen wir, wie viel wir noch zu gehen haben. Und diese Balken, das ist ganz cool, die zeigen dann den Fortschritt an innerhalb der Zeit. So, die Hälfte haben wir schon rum. Noch gut 100 Meter. Jetzt können wir auch ein bisschen langsamer werden. Das ist nämlich wirklich schweißtreibend. Jawohl. Unstoppable. Ihr merkt es. Bin ein bisschen außer Atem. Das war schon ein gutes Race. Haben wir klar gewonnen. So kann es doch weitergehen. Blicken wir mal auf die weiteren Modi und gehen in Burn. Hier geht es dann um den Kalorienverbrauch. Gucken wir uns auch mal an, wie das umgesetzt ist. 4 Kalorien. Okay. Damit sind wir durch. Completed. Level 2. Können wir uns auch mal anschauen. Da sind es dann schon 5, die wir verbrennen sollen. Ich drehe hier mal um. Geht natürlich zu Lasten der Statistik, aber hier ist eine schön gerade Strecke. Und 5. Und so levelt ihr euch dann immer weiter nach oben und er will immer mehr Kalorien sehen, die ihr in diesem Modus verbraucht. Dann haben wir noch Push. Hier haben wir 15 Sekunden Zeit, um den Balken zu füllen. Und das probieren wir jetzt mal. Los geht's. Thank you.
jetzt außerdem noch Neues ist, wir haben den Theft Alert hier aktiviert. Normalerweise gab es den nur, wenn man die Cowboy-Versicherung abschließt für, ich glaube, 10 Euro im Monat. Und das ist jetzt für alle mit dem Connect-Programm kostenlos mit dabei. Das heißt, wenn jemand euer Fahrrad bewegt im abgesperrten Zustand, dann bekommt ihr eine Push dazu aufs Handy. Ist ganz nützlich. Ihr habt dann nicht dieses volle Diebstahlsicherungspaket, nenne ich es jetzt einmal. Aber ihr habt zumindest die Gewissheit, dass jede Bewegung an eurem Fahrrad registriert wird und als Push-Nachricht bei euch dann ankommt. Und so beenden wir dieses Video hier fahrend auf dem Cowboy Cruiser. Review davon gibt es auch bald. Ja, ich finde, es ist ein kleines, aber feines Update. Vor allem diese Spiele, die können dann doch motivieren, die Strecke nach Hause oder zur Verabredung mal ein bisschen sportlicher angehen zu lassen, als das normalerweise der Fall wäre. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich schon, wenn auch ihr das alles ausprobieren könnt, denn es macht wirklich Spaß. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.